Willkommen zu meinem neuen Let's Play Spyro 3, The Year of the Dragon, genau. Wir haben nämlich hier 120%, 100% und sind jetzt hier, bei Spyro 3 bei 0%. Und ich würde sagen, fangen wir direkt an, ne? Stoppt sie! Wir haben die Eier geschnappt, Eure Hoheit. Jedes einzelne. Exzellent. Vielleicht seid ihr ja doch noch zu etwas Nutze. Nun geht, bewacht die Tunnel. Stoppt jeden, der hindurch will. Wo sind die Eier? Die Löcher führten zur anderen Seite der Drachenwelten. Wir fanden ein paar Eier, aber sie waren zu schwer zum Tragen. Die andere Seite der Welt? Die vergessenen Welten. Spyro, du musst das tun. Niemand sonst passt durch diese Löcher. Ja, komm schon, los geht's! Finde die Eier und bring sie zurück, Spyro. Du bist unsere einzige Chance. Wird gemacht! Ja! Ui, und da sind wir schon. Und das ist sehr cool, dass wir sehen, wie Jäger da wegläuft. Ich glaube, das war damals nicht der Fall. Wie man hört, ich bin immer noch etwas krank, beziehungsweise bin jetzt eigentlich richtig krank. Und was mir bisher positiv aufgefallen ist, also die Synchronstimme von der Königin und von der Bianca, so heißt sie, glaube ich, gefallen mir sehr gut. Also ich finde sie auf jeden Fall angenehmer als im Original. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Ich sehe da hinten Pilzchen, glaube ich, ne? Sind das Pilzchen? Ich mag Pilzchen. So. Ah, und die Musik. Spyro 1 fand ich damals, Spyro 3 fand ich damals, das waren doch keine Pilzchen, das war nur ein Leben. Hat mir damals ähnlich gefallen wie Spyro 1. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Spyro 3 fand ich ähnlich wie Spyro 1, so. Weil ich fand, die haben hier zu viel versucht, also zu viel Abwechslung versucht reinzubringen irgendwie. Das hat mir nicht so gefallen irgendwie. Ah, meine Nase juckt.
Entschuldigung. Ja, aber ich lasse das jetzt hier einfach mal auf mich zukommen. Vielleicht überrascht es mich ja genauso wie im ersten Teil mit von der Reignited Trilogy. Weil jetzt momentan finde ich ja den ersten am besten. Also eigentlich ist noch Spyro 2 die alte Version, aber von der Neuauflage finde ich bisher Spyro 1 am besten. So, wir öffnen mal das erste Ei. Isabelle. Da bin ich doch mal gespannt, ob die gleichen Namen verwendet haben bei den Drachenbabys. Denn ich weiß, dass zum Beispiel der Drache unter der Brücke im Abendsee. Nee, Gartenstadt hieß es, glaube ich. Hieß Dave. Ja. Hi Spyro, du kannst die Kamera nach links oder rechts bewegen. Um die Kamera hinter dir zu zentrieren, drück Kamera zentrieren. Du kannst dich umschauen, indem du Aktion gedrückt hältst. Ja. Dankeschön. Hier haben wir schon das erste Welt. Das erste Welt. Das erste Tor, meinte ich. Du bist also derjenige, der die Eier retten soll, ja? Wie traurig. Hör zu, Drache. Wenn du weißt, was gut für dich ist, kriegst du in das Loch zurück, durch das du gekommen bist. Diese Eier gehören jetzt uns. Und ich habe sie an Orten versteckt, die du in 1000 Jahren nicht finden wirst. Und solltest du doch ein Ei finden, werden dich unsere erfahrenen Armeen jagen und es zurückbringen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Wenn ich dich hier nochmal sehe, werde ich sehr wütend sein. Und du wirst mich nicht mögen, wenn ich wütend bin. Ich finde, die sieht irgendwie ein bisschen zu nett aus. Also finde ich so, persönlich. Dann haben wir hier die Villa Sonne, genau, so hieß das Level auch. Ich bin mal gespannt, ob die das hier geändert haben. Also die haben ja im zweiten Teil, haben sie die Levelnamen geändert. Warum auch immer. Jetzt ist halt die Frage, ob die das hier auch gemacht haben. So, hier haben wir Sheila. Spyro, wie lustig, dich hier zu treffen. Ich habe dich nicht mehr gesehen, seit wir Ripto in Avalar besiegt haben. Mit meinem Geschäft ging es danach bergab, also bin ich hierher gekommen und mit der Zauberin ins Geschäft gekommen. Eine reizende Frau. Scheint auch Drachen zu mögen. Die Zauberin hat mich gebeten, Sheila, das Känguru, zu bewachen. Wenn du etwas mehr Geld hättest, könnte ich sie entkommen lassen. Vielleicht willst du sie als Haustier. Ja, das wäre ganz nett. 300, wir haben 83. Dann kommen wir später nochmal wieder. Mit dir quatscht man nachher erst. Ich hole aber hier noch den einen Edelstein und wir machen jetzt erstmal hier unten alles fertig. Die alten Sachen können wir noch? Ja, wunderbar. Gefällt mir hier auf jeden Fall. Also grafisch natürlich, wie auch in den anderen Teilen, aber halt vom Design her wieder sehr schön. Vor allem hier auch mit dem Sonnenlicht, was hier so durchkommt. Hier die Passage fand ich sowieso schon im Original ganz schön. Mit den Bäumchen hier. Ne? Liam. Oder Lime, keine Ahnung. Voll die Schnoddernase. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir natürlich wieder die Trophäe nicht angeguckt. Aber ich bin mal gespannt, ob man für dieses eine Leben, was da oben ist, ob man dafür eine Trophäe bekommt, wenn man das holt. Auf dem Grund dieses Sees liegt ein Ei. Ich würde es ja holen, aber ich will mein Fell nicht nass machen. Holst du es rauf? Du kannst tauchen, indem du Stürmen an der Oberfläche drückst und auch unter Wasser stürmen, indem du Stürmen gedrückt hältst. Ja. Gut.
Dann ab ins Wasser, würde ich sagen. So. Ich habe eben gerade schon das eine Level da oben gesehen. Muschelstrand heißt das, glaube ich. Also der Level-Eingang ist um einiges größer, glaube ich, als im Original. Sieht aber sehr schön aus. Also das Level-Tor, so sagen wir. Das Tor an sich ist größer. Wir haben heute übrigens den 26.12. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten gehabt. Und das ist natürlich auch wieder sehr frisch, wenn ihr dieses Video seht. Ich habe das nämlich eigentlich noch vor, heute hochzuladen. Sieht voll schön aus, das gefällt mir voll gut. So, holen wir hier erstmal noch die restlichen Edelsteine, die hier rumliegen. Ach genau, falls ihr seht ja das Video hier, wenn ihr gerade zuhört. Ja. denn ich habe vor, am Samstag zu streamen. Da wird auch noch ein Stream-Ankündigungsvideo auf jeden Fall kommen. Aber nur dann wisst ihr schon mal Bescheid. Ja. Spyro, ich habe eine besondere Aufgabe für Sparks. Wir treffen uns später wieder, Zoe. Jupp. Also genau, weil Dennis streamt am Freitag und ich streame dann am Samstag. Auch nicht so lang. Also ich fange dann eher früher an. So war ich nicht so 1, 2 Uhr oder so. Und höre dann eher etwas früher auf. Ja. Huh. Hey Spyro, ich habe eins dieser Portaldinger gefunden, das in eine andere Welt führt. Aber du musst gleiten, um es zu erreichen. Drück Sprung und dann nochmal Sprung, wenn du in der Luft bist, um zu gleiten. Folge mir einfach. Natürlich. Same procedure as every year, as every game. Ich habe was Glänzendes in der Höhle da drüben gesehen. Gucken wir es uns an. Du kannst dorthin schweben. Drück dazu einfach Aktion am Ende des Gleitens. Das sollten wir hinkriegen. Oh, dieses Ei hätte ich fast vergessen. Coltrane. fand das auch ganz schön, dass seine Stimme so hallig war hier in der Höhle. So. Dann hast du zu verzalle. Das ist ein super Flug-Power-Up, Spyro. Jedes Mal, wenn du durch ein Power-Up gehst, das so aussieht, kannst du für eine ganze Weile fliegen. Ja, das kennen wir ja schon aus dem zweiten Teil, den wir hier vorgespielt haben. Aber wir holen ja erstmal die ganzen Edelsteine, weil ihr wisst das ja, die lenken mich ab, wenn es um sowas geht. So, jetzt haben wir hier hoffentlich alles geholt. Dann können wir die Aufgabe machen mit dem Power-Ding hier. Haben wir das Leben schon mal, aber wir haben leider keine Trophäe dafür bekommen. Schade eigentlich. Amy! Die sehen alle so komisch dünn aus irgendwie. Aber hier drin haben wir, glaube ich, alles. Ja, das sollten hier, glaube ich, hoffentlich die letzten Edelsteine sein, aber es sieht so aus, als ob uns einer fehlt. Sparks. Natürlich fehlt uns ein Einer.
gefällt dir der aktive Kameramodus? Sonst kann ich ihn wieder auf passiv zurücksetzen. Nee, das ist schon so okay. Okay, dann lasse ich es so. Vergiss nicht, dass du den Kameramodus auch selbst im Optionsmenü ändern kannst. Jupp. Da hinten. Hier hinten, sagst du, wer der? Ach, da oben, jo. Da lag auch sehr offensichtlich. Gut. Haben wir jetzt hier alles? Am Grund des Sees. Oh, wir sind hier eigentlich reingegangen, um das Ei zu holen. Bruce. Und jetzt haben wir hier auch alle Eier. Wunderbar. Gut, dann können wir jetzt mit dem ersten Level anfangen. Und da würde ich einfach mal die Villa Sonne vorschlagen. Obwohl, oder wir... Nee, wir können ja schon... Dann machen wir erst Sheila. Weil in der Villa Sonne brauchen wir Sheila. Dann müssen wir da nicht nochmal extra hin zurück. Achso, mit dir müssen wir quatschen. Hallo. Ich bekomme ein Vermögen dafür, dass Sheila, das Känguru, eingesperrt bleibt. Dieses nervige Tier muss der armen Zauberin viel Ärger bereitet haben. Das Känguru könnte mir aber versehentlich entkommen, wenn du mir eine kleine Gebühr zahlen würdest. Na, logisch. Oh, Spyro, du bist so liebenswert naiv. Dein gutes Herz wird eines Tages womöglich dein Untergang sein. Aber im Moment macht es mich reich. Ja. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich dich einfach so rauslasse. Echt nett von dir. Nichts für ungut, okay? Okay. Ich mache ja schließlich nur meinen Job. Du musst wohl einer dieser Drachen sein, was? Ja, ich heiße Spyro. Das ist mal eine Überraschung. Ihr Drachen habt früher mal diese ganze Welt beherrscht. Dann wart ihr plötzlich einfach weg. Puff! Hier haben Drachen gelebt? Wusstest du das nicht? Ich glaube, das war vor über 1000 Jahren oder so. Und sie verschwanden? Ja, und was seltsam ist, als sie weg waren, war auch die ganze Magie der Welt verschwunden. Ich meine, diese Welt soll früher voller Magie gesteckt haben. Fliegende Schiffe, singende Wälder, Wundsteine und noch mehr. Aber ohne die Drachen ist alles vertrocknet. Funktionieren deshalb manche Portale nicht? Ja, sie verblassen langsam, nach und nach. Tja, ich muss nach Hause, Schadenskontrolle betreiben. Du kannst mich jederzeit besuchen. Also Synchro-Stimme finde ich auch hier besser. Die war im Original echt nervig. Was mich nur stört, sind die Haare. Und diese Wespenteile, alter Falter. Aber daran sollten wir uns jetzt nicht stören lassen. Wir machen einfach mal das Level von ihr. Unsere schönen kleinen 100 Edelsteinchen. Ja. Nochmal danke, Spyro. Jetzt muss ich herausfinden, was die böse Zauberin mit meiner Heimat gemacht hat. Hi, Sheila. Während du weg warst, haben uns Rinox aus unseren Häusern vertrieben. Aber keine Bange. Bobby, Pete und ich haben einen Plan, um sie zurückzuerobern. Also mir gefällt es, wie die hüpft. Das gefällt mir sehr gut. Der Angriff gefällt mir auch sehr gut, weil der ist nicht mehr so verzögert. Ne, mit dir will ich nicht nochmal quatschen. So. Edelsteinchen. Wie macht man das? Okay. Auch wieder einfach nur das richtige Timing braucht man hier. Da ist ein Edelstein, den hätte ich bestimmt verpasst. Der war hier, ne? Ach.
Das war daneben. Okay, dann hätten wir hier schon mal alles. Das Timing, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Das bin ich noch nicht so ganz. Ich freue mich schon total auf das Level mit den Scheiß. Nicht Elektrolz, sondern die anderen. Ah, endlich wieder zu Hause. Hier, ich wollte Omelette daraus machen, aber du kannst es besser gebrauchen. Ruby. Hi. Okay. Weiter geht's. Oh, eine schöne Höhle. Gefällt mir auch einiges besser als im Original. Als wir das letzte Mal an diesem Elch vorbei wollten, hat er Billy durch eine Wand gehauen. Also warten wir hier, bis du mit ihm fertig bist. Genau. Was soll man zu sagen? Als wir das letzte Mal an diesem Elch vorbei wollten, hat er Billy durch eine Wand gehauen. Also warten wir hier, bis du mit ihm fertig bist. Das ist ein bisschen merkwürdig, dass sie beide das Gleiche sagen. Der hat so eine Weihnachtsmütze an seinem Geweih gehabt. Eins. Oha. Okay, liegt hier noch was rum? Nee, ne? Nur er läuft hier noch rum. Kriegt direkt auch aufs Maul. Also Steuerung sehr gut, muss ich sagen. Einiges besser als im Original. Keine Sorge, ich trete weiter gegen diesen Stein, bis er zerbricht. Ist klar. Hey, Sheila, Lust auf einen Streich? Nimm dieses Ei und wirf es auf Billys Haus, okay? Ich muss mich an ihm rächen, weil er mich von der Klippe gestoßen hat. Wie Jenny. Das war die falsche Musik dafür, aber okay. Gut, dann geht's hier weiter. Ist auch noch schön, dass wir in der Luft noch angreifen können. So, erzähl. Die Rhinoxe sind an der Macht. Wir müssen ihre Hütten platt machen, um sie aufzuhalten. Aber sie sind so groß, um sie mit deinem Trittangriff zu zertrampeln. Probier's mit deinem Stampfangriff. Ich lenke die Rhinoxe durch Spotten ab, während du ihre Hütten zertrampelst. Okay? Oh, macht er noch so Geräusche? Du weißt doch noch, wie man stampft. Oder? Spring hoch und drück in der Luft Aktion. Naja. Batz! Stirb! Zack! Ey! Du lenkst sie ja super ab. Merke ich ja. Ich habe hier... Ich glaube, einmal habe ich aufs Maul gekriegt, ne? Also das mit Sparks, das nervt ein bisschen, dass sie nicht direkt... die Libelle bzw. den Schmetterling auffrisst. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwo einen Stein vergessen. Oh, na gut, versteckt hier.
Blülülüp. Noch ein Leben für uns. Wir haben bestimmt irgendwo was vergessen. 100 pro. Sparks. Ja, dann hol's halt nicht. Ist auch okay. Wenn du vergisst, wie du einen Charakter oder ein Fahrzeug steuerst, ruf das Pausemenü auf und wähle Steuerung. Mhm. Danke, Zoe. Wenn das Zoe war. Danke für die Hilfe, Sheila. Nimm dieses Ei, das ich in meinem Haus gefunden habe. Nan oder Nan. Drei von drei Eier hatten wir schon. Oh, und es hat sich wieder so toll aufgebaut. Na? Da.